Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C# programmieren wir und wir sind bei den Klassendefinitionen und zwar bei den statischen Sachen. Da wollen wir jetzt ein bisschen herumexperimentieren. Ihr habt ja schon unser Programm offen vom letzten Mal, gell? Ich werde jetzt einfach eine neue Klasse definieren. Class und die werde ich StaticTest nennen. Das ist eine coole Klasse, StaticTest. Und zwar geben wir der einen Wert, und zwar einen Int, der ist public von mir aus. Public Int, Wert. Ja. Und dann machen wir ein public static Int, Wert ist. Statisch. Ja. Und jetzt machen wir noch, StaticTest, einen Konstruktor und da sagen wir Wert ist gleich 0, ja, das ist gut, Wert s ist gleich 0, ja, und Wert ist gleich 0. Und schauen wir mal, ob wir damit dies zugreifen können, ist das, schau, das ist schon Blödsinn. Okay, also mit dies funktioniert bei statischen Variablen nicht. Da hier schon wahrscheinlich, ne? Da funktioniert es. Ist aber unnötig, sagt er, deswegen ist das so hellgrau. Gut, und dann mache ich noch StaticTest. Int Wert, ja, schaut gut aus. Dies Wert ist gleich Wert, schaut gut aus. Und Wert S ist gleich 0. Gut. Und da mache ich noch void public, public habe ich vergessen, natürlich. Public müssen wir das machen, weil sonst kann ich es ja gar nicht anlegen. Public. Schauen Sie nach, was public heißt im Wörterbuch und lachen Sie mit mir. Public void print values. So, tschak tschak. Jetzt gehen wir das aus und dann machen wir console.write Wert Doppelpunkt Right line natürlich. Na, jetzt habe ich ganz schön viel geschrieben. Basically convert to string. Und zwar welchen Wert? Dis.wert. Jetzt gehen wir Wert einmal aus. Das ist gut, Klammer zu. So. Und dann machen wir nur in Wert S. So, jetzt können wir uns das ausgeben. Da, das vergessen wir mal. Da mache ich jetzt keine Vorname-Klasse, sondern einen Static-Test. StaticTest st1 new StaticTest Klammer zu st2 und dann machen wir st1.printValues. st2.printValues. Und das war's. Mehr machen wir nicht. Und jetzt schauen wir uns an, was das ist. Also das Wert S ist ein statischer und das Print, das Wert ist ein nicht statischer. Dynamisch. Nicht statisch.
0, 0, 0, 0. Okay. Ja. Und jetzt gebe ich da 3 ein. Ja. Jetzt rufe ich praktisch das auf. Werde es, das sitzt ja auf Wert. Das ist cool. Play. Also, sollte schließen. Was passiert? 0, 0, 3, 3. Okay. Und jetzt gebe ich nochmal S die 1 aus. Jetzt schauen wir, ob der Wert S sich mit dem des SD1 mitgeändert hat. Mhm. Das ist der SD1 da. Ja, das ist 0,0. Kein Wunder, weil das haben wir mit 0,0 angelegt. Okay? Dann, das da ist nachher der SD2, der ist 3,3. Kein Wunder, das haben wir auch mit 3 angelegt, also steht über 3 drinnen. Und dann, das ist wieder der SD1 und der Wert S, der statische Wert, hat sich mitgeändert. Ja? Weil wir ja den statischen Wert hier auf 3 gesetzt haben, jetzt ändert sich der in SD1 mit, weil dieser statische Wert, der gehört ja zur Klasse und nicht zur Instanz. Okay? Der gehört zur Klasse und nicht zur Instanz. Ja? Und jetzt machen wir noch public static void setWert Klammer auf, int-Wert, dis.Wert, wow, so ein das, dis.Wert, ah, schau, da gibt es gar kein dis. Da kann ich jetzt nur, da kann ich nur Wert S schreiben. Was ist, wenn ich da eigentlich Wert schreibe? Wert, aha, warte, jetzt ist natürlich Wert, Para, schreibe ich da. Auf den Wert habe ich gar keinen Zugriff. Schau, in einer statischen Methode habe ich auf den Wert keinen Zugriff. Warum? Weil die statische Methode gehört zur Instanz und der Wert, nicht der Wert S, der Wert, also der nicht statische Wert, die statische Methode gehört zur Klasse. Und der Wert S gehört zu Instanz. Ich kann darauf nicht zugreifen, weil ich weiß nicht, wo das ist. In Wert S kann ich zugreifen. Den kann ich sogar setzen. Wert Para. Ja, den kann ich setzen. Ja, vielleicht tue ich das Wert S. Ja. So funktioniert das also. Okay. Public. Void setWert int WertPara. So, und da kann ich natürlich dis.Wert, da kann ich Zugriff auf den Wert, weil jetzt bin ich in keiner statischen Methode. Jetzt gehöre ich auch zur Instanz, diese Methode gehört zur Instanz und das kann natürlich auf den Wert der Instanz zugreifen. Ja, dis.Wert ist gleich WertPara. Genau das brauchen wir. Und da könnte ich sogar den Wert S auch schreiben. Da habe ich natürlich auch Zugriff auf den Wert. Ich bin eine Instanz einer Klasse und auf die Klasse habe ich dann Zugriff. Das funktioniert also auch. Gut. Würde jetzt aber nicht machen. So ist das also mit... Und wie rufe ich jetzt so statische Methoden auf? Also, pass auf, da machen wir überhaupt Console. WriteLine SD1, dass wir sich da ein bisschen auskennen. SD2 SD1, genau. Und jetzt mache ich setWert SD1.setWert, genau. Und zwar auf 5, wieder was Neues. Und dann mache ich wieder SD1.printValues.
Schauen wir uns das an. Schließen wir das. Der Beginn ist gleich, ja. Und da wird vom SD1 den Wert auf 5 gesetzt. Geben wir uns vielleicht SD2 auch noch aus. Dass wir sicher sein können, hier hat sich nichts geändert. Ja. Ja. Also SD2 war 3,3, 0,3, 0,3 wird zu 5,3 und SD2 bleibt bei 3,3. Passt. Ja. Und jetzt, wie rufe ich jetzt, möchte ich diesen statischen Wert ändern, das möchte ich aufrufen. Gell? Eine statische Methode möchte ich aufrufen. Jetzt kann ich da SD1.setWert s, geht nicht, ja? SetWert s unterwählt. Ja? Puh, wieso ist das? Ich muss das nämlich hier nicht mit einer Instanz aufrufen, sondern mit der Klasse. Dann geht es auf einmal. Gell? Da setze ich das jetzt auf 8, ja, und dann gebe ich die zwei Sachen nochmal aus. Jetzt habe ich den statischen Wert, wenn ich es richtig schreibe, den statischen Wert geändert. Ja? Schauen wir uns das nochmal an. Der statische Wert betrifft jetzt praktisch alle. Ja? Also 3,3 bleibt 3,3. 0,3 wird zu 5,3, dann wird 5,3 wird zu 5,8 und 3,3 wird zu 3,8. Der statische Wert gilt also für alle Instanzen, weil der statische Wert eben zur Klasse gehört und nicht zur Instanz. So funktioniert das also mit dem statischen. Das heißt Static. Static bedeutet, es ist der Klasse zugeordnet und nicht der Instanz. Schreibt man Static nicht, ist es automatisch eine nicht statische Variable. Variable, Eigenschaft oder Methode, Member, ja, einer Klasse und gehört zur Instanz. Wird auch immer eine Kopie davon angelegt. So schaut's aus. Ja. Das war ja doch ganz aufschlussreich, nicht? Jetzt haben wir hier also Static. Ja. Jetzt haben wir über Klassen gesprochen. Es gibt noch etwas anderes wie eine Klasse, nämlich eine Struktur. Was jetzt eine Struktur ist und warum sie sich unterscheidet und wie man diese definiert, werden wir im nächsten Video besprechen. Also nächstes Video, Strukturen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.